Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ultimative Projekts auf meinem Kanal. Heute geht es weiter mit dem Ultimative Projekt. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum wir dieses Mal in einem schwarzen Bildschirm starten. Ja, und das liegt daran, also ich wollte euch noch vor dem Video noch eine kleine Mitteilung, mitteilen. nämlich, ich habe aus Versehen die Audiospur nicht abgespeichert von dem, es ist jetzt... von dem Video. Deswegen werdet ihr meine Stimme leider nicht hören. Es ist, es werden jetzt wahrscheinlich einige sagen, ich möchte das nicht gucken, es ist mir zu langweilig. Gut, ihr müsst es ja auch nicht gucken, es ist natürlich alles, könnt ihr natürlich frei entscheiden, ob ihr es gucken wollt oder nicht. Könnt mich jetzt auch einfach deabonnieren, alles disliken und, was weiß ich, alles, so wie ihr gerade Lust habt. Aber, wie gesagt, meine Stimme ist halt leider nicht zu hören. Und, ich weiß, es ist blöd, aber ab der nächsten Folge ist es auch wieder anders, aber, es ist halt menschlich, dass man auch mal was, irgendwie aussehen, weil irgendwas vergisst, das beispielsweise abspeichern. Irren ist menschlich und das wird auch mal so bleiben, also, jetzt, könnt ihr mir jetzt wirklich nicht übel nehmen, das passiert nun mal ab und zu. Und, also ihr müsst es nicht gucken, ihr könnt auch die Folge einfach überspringen, wenn ihr wollt, dann guckt ihr ab der nächsten Folge weiter, da ist dann auch wieder Mitstimme, ja, und tut mir leid. Und wenn ihr die meine, was okay, ich habe in der Folge mit Multicraft 97 aufgenommen. Und wenn ihr das Gespräch im Originalformat hören wollt, guckt am besten einmal auf seinem Kanal vorbei. Da müsste die Folge, meine ich, hochgeladen sein. Ja, also guckt da bei ihm einmal vorbei, wenn ihr das Gespräch hören wollt. Das Video hier, die Folge bei mir, wird natürlich auch ganz normal. Laufen, nur halt ohne meine Stimme, also ihr hört Fabians Stimme ganz normal, aber halt meine Stimme nicht. Ich weiß, es ist blöd, aber beim nächsten Mal ist es wieder anders und daher würde ich sagen, bis gleich im Video. Also okay, ihr werdet, ist ja egal. Also gut, dann starte ich das Video jetzt einfach mal. Hallo. Ja. Ja. Das weiß ich auch nicht. Habe ich mich auch schon mal gefragt, wozu man das brauchen könnte. Ich frage mich auch, wozu man überhaupt ein Project Table braucht. Oh, ich habe keinen Strom. Wenigstens ist der Extraktor gleich durch.
Boah, ich weiß gar nicht, wie man Zinnzahnräder macht. Zinnzahnräder. Zinnzahnräder. Boah, brauche ich da auch noch? Oh Gott. Mal Eisen auch noch. Ach nee, ich brauche nur einen Steinzahner, da dann Zinn drumrum. Ich glaube, wenn ich Eisen drum gemacht hätte, hätte ich jetzt Eisenzahnräder. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Ja, elektrischer Motor. Cool. Ach, wo stelle ich den jetzt hin? Natürlich, jetzt ist er auch falsch rum. Ich glaube, ich muss erstmal so eine Pipe hinsetzen, damit er sich richtig verbindet. Oh shit, ich brauche Stein für diese Dinger. Nö, ich war jetzt immer nur so meinen. Jetzt bin ich gerade dabei, den Rest von meinem Rubberwood noch zu extrahieren. Natürlich, warum nicht? Das funktioniert so, wie ich das da unten in meinem Keller hier plane.
Oh. Von den Items her kommst du aber rechtzeitig hin, oder? Muss ich erstmal wieder Strom produzieren. Immer wenn ich Holz hacken gehe, wird's Nacht. Oh je. Alle guten Dinge sind drei. Mache ich mir mal Holzkohle, das hält wenigstens ein bisschen. Ja, genau, das ist auch cool. Geht eigentlich, wenn ich den Block hier wegschlage? Ich habe es geschafft, das Portal zu entfernen. Ich habe einfach die Blöcke, wo das Portal dran hing, einfach die Blöcke weggehauen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht verbuggt oder dass das andere Portal jetzt irgendwie corrupted ist oder so. Ja, genau, dann ist es, das ist jetzt verschwunden, aber ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie ein schwarzes Loch geworden ist oder so. Ich glaube, das hat jetzt einfach nur halt keinen Ausgang mehr. Alter! Wow! Wow, Scheiße! Oh mein Gott! Das sind zwei Creeper, ein Zombie und eine Spinne! Oh shit. Oh mein Gott. Die Spinne tanzt hier einfach mal auf dem Baum rum. Eine Bedrohung wurde gefunden. Oh, Alter. Boah, da kam also die ganze Monstermeute auf mich zu, ey. Oh mein Gott. Ah. Aha. Oh. Die Folge läuft nicht weiter, wenn du das. Oder doch? Ach ja, halt, du bist ja dann im Hauptmenü.
Ach stimmt, jetzt brauche ich ja Kupferstaub. Ich denke immer, die Maschinen laufen nicht, weil die Sounds ja nicht da sind. Zumindest ist deine Stimme nicht wieder verschwunden bei mir. Also ich werde mir, glaube ich, jetzt auch dann bald mal einen Turtle bauen. Also ich werde wahrscheinlich einfach Excavate machen. Bis nach unten halt. Okay, der Engine ist verbunden, aber der scheint sich irgendwie nicht aufzuladen. Boah, der Macerator ist so langsam. Oh. Das ist für Red Power, da brauchst du das Zeug wie Dreck. Brauchst für so eine Solarzelle brauchst du, glaube ich. Glaube ich, mehr als ein Stack Nikolite oder so. Oh nein, ich stehe wieder ein Angry Zombie. Ja, das ist natürlich schlecht. Die Höhle da von Lygre. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich eigentlich hin wollte. Genau, ich wollte gucken, ob das Portal kaputt ist. Hier geht's nach unten. Der hat ja so einen Gang gemacht. Okay, ja, den habe ich jetzt. Scheiße. So. Okay, das Portal ist noch da, also das ist nicht kaputt gegangen. Zumindest bei ihm. Bei mir ist keins mehr da. Das bei ihm hat jetzt kein Ziel mehr. Das ist jetzt halt einfach blau. Ich weiß ja nicht, ob das hätte ja sein können, dass das irgendwie jetzt, keine Ahnung, kaputt geht und dann alles einsaugt.
Es ist viel, viel freier hier. Das sieht irgendwie total komisch aus, wenn hier keine Bäume mehr sind. Okay, jetzt habe ich einiges an Gummi. Reicht erstmal für den Anfang. Und hier ist noch Kupfer. Genau, endlich. Macerator ist fertig. Glaube ich noch irgendwie Schreinerei oder so hieß das. Ich werde. Was? Was? Ach, ich habe gedacht, du hast gelacht. Das hat sich gerade so angehört, als ob du lachst und so total unterdrückst. Okay. Oh, noch mehr Bronze. Oh Mann. Die Großmutter. Ja gut. So, was darf's denn sein? Alien-Bestie, Alien-Spion, Dämon, Elf, Emo, Frau zu Mann, freche Kids, Großmutter. Nimm mal einfach mal die Großmutter. Ich glaube, ich muss mir das selber mal anhören. Machen. Ich glaube, ich spiele jetzt mal eine Weile so. Ja, grüß Gott, ich bin die Großmutter von Blocker King und ich spiele jetzt hier Minecraft und bin an seinem Computer. Das ist voll cool. Boah, ich glaube, ich sage mir das mal Arsch haben, wenn ich das anschaue. Wie du bist da jetzt vom Stuhl kippst. Also ist das halt. Oh, Bronzestaub kommt hier rein. Ich hab wieder kein Holz. Oder ich spiele einfach mal weiter. Also. So, ich lasse einfach die Konsole direkt mal offen, ja. Läuft. Ach, weißt du noch, gestern, ich weiß gar nicht, warst du das? Nee, das warst gar nicht du. Ich habe das jemand anders dann auch noch gezeigt und dann. Hatten wir es dann mit ASDF-Movie, weil sich das so angehört hat wie kauf mir mehr Schmuck! Da gibt's doch bei ASDF-Movie das mit dem kauf mir mehr Schmuck! Der hat gesagt, dass die Stimme da voll gut dazu passt. Hast du noch Samen?
Okay. Ich... Also kann ich mir die holen. Nehmen. Weil ich habe ja jetzt eine Presse gemacht und dann bekomme ich dann Samenöl. Brauche ich für dieses Bienennest. So, jetzt probieren wir mal die Alien-Best. Was ist jetzt los? Der lacht da. Das ist übrigens die Alien-Bestie. Aber ich, wie gesagt, ich kenne das selber noch nicht so ganz genau. Also ich bin gespannt, wie sich das anhört. Okay, ich hab... Oh, das dauert noch lang, bis ich hier genügend Samenöl habe. Vor allem hört sich das bestimmt total bescheuert an, wenn ich mit diesen veränderten Stimmen dann lache. Also hast du einfach kein Gold bekommen. Einfach kein Gold. Das ist übrigens der Elf. Schon wieder ist das Holz weg, Mensch, das verbrutzelt hier wie nichts. So gut, zum Ende bin ich jetzt mal wieder normal. Ja, ich höre dann einfach selber mal rein. Ja, das hängt ja mit der Soundkarte zusammen. Damit kannst du die Stromstärke bei den Blue Alloy Wiren messen. Und die sind von Red Power, also praktisch die Stromspannung bei Red Power. Das weiß ich nicht. Ich weiß halt nur diese. Nee, ich weiß nicht, was das ist. Nee, das ist nicht Red Power. Was brauche ich denn als nächstes? Genau, die Schreinerei.
Tschüss.